Muad'Dam war vom Palast zurückgekommen. Sie drängte Yuan schnell aufzustehen, denn Gefahr drohe und sie müsse zum Kloster des ruhigen Drachen reisen. Überrascht erkannte Yuan, dass ihre Mutter mit den Kriegerinnen der unerschütterlichen Gerechtigkeit gekommen war, die ihr ein Pferd brachten. Schnell stieg sie auf, doch als sie losreiten wollten, stellte sich ihnen plötzlich Merlin im Weg und forderte die Kriegerinnen auf, Yuan herauszugeben. Doch diese stellten sich schützend vor die Prinzessin. Merl, warum lässt du die Kinder nicht endlich in Ruhe? Lass sie ihr Leben führen, wie sie wollen, sprach Yuan. Des Kaisers Wort ist mein Befehl, antwortete Merl. Diese Kinder könnten eine Revolution anzetteln. Außerdem ist es schon lange an der Zeit, ungehorsame Soldaten wie dich aus dem Kaiserreich zu werfen. Yuan, Muad'Dam und Yuan sind nicht deine wirklichen Eltern. Du bist allein auf dieser Welt. Ergib dich deinem Schicksal. Das Yuan sich auf die Flucht ins Land der tausend Träume aufgemacht hatte.